Meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Studierende der Pfarrer-Lippe-Universität, ich begrüße Sie alle zu meiner heutigen Vorlesung mit dem Titel Geschichte des Holocaust und der Bürgerrechtsbewegung der Sinti und Roma und danke Ihnen für Ihr Interesse. Danken möchte ich auch ERIAC, den Organisatoren dieser Vorlesungsreihe, für die Einladung, hier zu Ihnen sprechen zu dürfen. In meinem Vortrag werde ich zunächst auf die systematische Erfassung, die Ausgrenzung, die Deportation und schließlich die Vernichtung von 500.000 unserer Menschen durch die Nationalsozialisten und ihre Helfer in Europa eingehen. Die nationalsozialistischen Vernichtungsstätten wie Auschwitz, Chelmno oder Treblinka, wie Dachau, Buchenwald oder Bergen-Belsen sind heute zu Symbolen geworden, mittlerweile auch für den systematischen Völkermord an den Sinti und Roma im nationalsozialistisch besetzten Europa. Es gibt unter uns Sinti und Roma kaum eine Familie, die mit dem Namen Auschwitz nicht den Verlust von Angehörigen verbindet. Das ehemalige Lagergelände von Auschwitz-Birkenau ist für uns in erster Linie ein riesiger Friedhof. Für die wenigen Überlebenden ist der Begriff Auschwitz gleichbedeutend mit qualvollen Erinnerungen, die sich unauslöschlich in das Gedächtnis eingebrannt haben. Eine Wunde, die niemals wirklich heilen kann. Und auch das Bewusstsein und die Identität unserer künftigen Generation werden geprägt sein von den schrecklichen Verbrechen, das die Geschichte der Menschheit kennt. Im Anschluss an diesen ersten Teil meines Vortrags werde ich den schwierigeren Weg aufzeigen, den die wenigen Überlebenden des Holocaust und ihre Nachkommen nach dem Krieg gehen mussten, um nach der jahrzehntelangen Kampf endlich als rassisch verfolgte Opfer anerkannt zu werden und Entschädigungen zu erhalten. Die Aufarbeitung des jahrzehntelang geleugneten Holocaust an unserer Minderheit sowie das Aufzeigen der ideologischen und personellen Kontinuitäten aus der NS-Zeit waren von Anfang an zentraler Bestandteil unseres politischen Engagements. Schließlich werde ich im dritten Teil meiner Vorlesung die Arbeit und die Erfolge des Zentralrats Deutscher Sinti und Roma in den frühen 80er Jahren aufzeigen. Es ging und es geht uns bei unserer Arbeit immer darum, unsere Menschen endlich vom Stigma des Fremden zu befreien und das Bewusstsein zu schärfen, dass Sinti und Roma seit Jahrhunderten in Deutschland sowie in den anderen europäischen Ländern beheimatet sind, deren Geschichte und deren Kultur sie mitgeprägt haben. Nach fast 40 Jahren Bürgerrechtsarbeit ist in der deutschen Gesellschaft ein allmählicher Wandel im Umgang mit unserer Minderheit und in ihrer öffentlichen Wahrnehmung zu spüren. Politisch wurde viel erreicht, wie ich später zeigen werde. Gesellschaftlich liegt aber noch ein weiter Weg vor uns. Bevor ich nun mit dem ersten Teil einsteige und auf die wichtigsten Stationen der nationalsozialistischen Vernichtungspolitik gegenüber unserer Minderheit eingehe, erlauben Sie mir einige kurze grundsätzliche Vorbemerkungen. Sinti und Roma bilden in den Staaten Europas alteingesessene und historisch gewachsene Minderheiten. Auch in Deutschland sind Sinti und Roma seit 600 Jahren beheimatet. Die heute hier lebenden ca. 70.000 deutschen Sinti und Roma sind eine nationale Minderheit und Bürger dieses Staates. In ihren Familien verwenden sie neben Deutsch als zweite Muttersprache ihre eigene Minderheitensprache Romanes. Die Auseinandersetzung mit den gegen unsere Minderheit gerichteten Stereotypen bilden einen Kernbereich der Arbeit des Zentralrats. Wir wollen aufzeigen, dass die Lebenswirklichkeit unserer Menschen grundsätzlich von jenen antiziganistischen Klischees unterschieden werden muss, die seit Jahrhunderten
im kollektiven Bewusstsein der Mehrheitsgesellschaft verwurzelt sind und die auch die Nazi-Propaganda gezielt aufgegriffen und verbreitet hat. Lassen Sie mich nun mit dem ersten Teil meines Vortrags beginnen und hervorheben, dass Sinti und Roma bereits lange vor der sogenannten Machtergreifung der Nationalsozialisten als Nachbarn und Arbeitskollegen in das gesellschaftliche Leben und in die lokalen Zusammenhänge integriert waren. Viele hatten im Ersten Weltkrieg in der kaiserlichen Armee gedient und hohe Auszeichnungen erhalten. Obwohl sie damit ihre Loyalität für ihr Vaterland unter Beweis gestellt hatten, wurden Sinti und Roma nach 1933 ebenso wie Juden vom Säugling bis zum Greis erfasst, entrechtet, ghettoisiert und schließlich in die Todeslager deportiert. Der nationalsozialistische Staat sprach unseren Menschen kollektiv und endgültig das Existenzrecht ab, nur weil sie als Sinti oder Roma geboren worden waren, und zwar völlig unabhängig von ihrem Verhalten, ihrem Glauben oder ihrer politischen Überzeugung. Dabei war es für meine Großeltern zum Beispiel immer selbstverständlich, dass sie beides waren, Sinti und Deutsche, Deutsche Sinti. Umso schockierender müssen die aus ihrer Sicht unvermittelt über sie hereingebrochenen Repressionsmaßnahmen der Nazis auf sie gewirkt haben. Diese mit der sogenannten Rasse begründete Politik der Endlösung unterschied sich grundlegend von allen Formen der Verfolgung der Angehörige unserer Minderheit über Jahrhunderte hinweg immer wieder ausgesetzt waren. Nach Schätzungen fielen europaweit 500.000 Sinti und Roma dem Holocaust zum Opfer, einem Verbrechen, das in seinem Ausmaß unvorstellbar bleibt. Am Beginn der Verfolgung unserer Menschen im NS-Staat stand die systematische Entrechtung und Ausgrenzung. Sinti und Roma wurden ebenso wie Juden zu sogenannten Fremdrassigen erklärt, die nach dem Willen der Machthaber aus der nationalsozialistischen Volksgemeinschaft auszuschließen und schließlich auszumerzen seien. Die berüchtigten Nürnberger Gesetze von 1935 wurden auf Anweisung von Reichsinnenminister Frick in gleicher Weise auf die Angehörigen unserer Minderheit angewandt, wie auf Juden. Sinti und Roma sowie Juden standen bald außerhalb jeder Rechtsordnung. Diese systematische Ausgrenzung betraf alle Bereiche des öffentlichen Lebens. Sinti und Roma wurden aus Berufsorganisationen wie der Handwerkskammer oder der Reichskulturkammer ausgeschlossen. Sie mussten ihre Geschäfte aufgeben oder wurden als Arbeiter und Angestellte von ihren Arbeitsplätzen verdrängt. Darüber hinaus erließ der NS-Staat zahlreiche diskriminierende Sonderbestimmungen, die unsere Menschen in ihrem Alltag immer stärker einengten. So durften Sinti und Roma in manchen Städten nur zu festgesetzten Zeiten und in wenigen ausgewählten Geschäften einkaufen. Die Benutzung von Straßenbahnen oder Zügen war ihnen verboten. Vermieter wurden unter Druck gesetzt, keine Mietverträge mit Sinti und Roma abzuschließen und bereits bestehende Mietverträge zu lösen. Krankenhäusern wurde die Behandlung von Sinti und Roma untersagt. In Minden etwa ließ die Stadtverwaltung schon sehr früh Schilder aufstellen mit der Aufschrift Zigeunern und Zigeunermischlingen ist das Betreten des Spielplatzes verboten. Der Besuch von Lokalen, Kinos oder Theatern war Angehörigen der Minderheit in vielerorts nicht erlaubt. Sinti- und Roma-Kinder wurden vom Schulunterricht ausgeschlossen oder, wie es beispielsweise in Köln oder Gelsenkirchen der Fall war, als sogenannte Zigeunerklassen getrennt unterrichtet. Auch aus der Wehrmacht wurden Sinti und Roma ausgeschlossen. 1937 erging vom Kriegsministerium erstmals die Weisung, Zigeuner aus dem Wehrdienst zu entlassen. Im Februar 1941
und im Juli 1942 ordnete das Oberkommando der Wehrmacht auf Drängen der Parteikanzlei noch einmal den Ausschluss aller Sinti und Roma an, und zwar aus rassenpolitischen Gründen, wie es ausdrücklich hieß. Trotz der Fürsprache vieler Vorgesetzter wurden Angehörige unserer Minderheit, die noch kurz zuvor an der Front gekämpft hatten, nach Auschwitz deportiert. Als sie dort eintrafen, trugen manche noch ihre Uniform oder ihre Auszeichnungen. Himmler, der als Reichsführer SS beim Vernichtungsprogramm der Nationalsozialisten eine Schlüsselrolle spielte, forderte bereits in seinem Erlass vom 8. Dezember 1938 die, Zitat, endgültige Lösung der Zigeunerfrage. Ziel nationalsozialistischer Politik sei, so Himmler, die Regelung der Zigeunerfrage aus dem Wesen dieser Rasse heraus. Eine Schlüsselrolle bei der totalen Erfassung unserer Minderheit spielte die sogenannte Rassenhygienische Forschungsstelle unter Leitung von Dr. Robert Ritter, die 1936 in Berlin eingerichtet worden war und die eng mit dem SS-Apparat kooperierte. Mit Unterstützung staatlicher und kirchlicher Stellen führten Ritter und seine Mitarbeiter im gesamten Reich genealogische und anthropologische Untersuchungen an Sinti und Roma durch. Sie zwangen die Menschen, Auskunft über ihre Verwandtschaftsverhältnisse zu geben, und vermaßen sie von Kopf bis Fuß. Die von Ritters Institut bis Kriegsende erstellten 24.000 Rassegutachten bildeten eine entscheidende Grundlage für die Deportation der Sinti und Roma in die Konzentrations- und Vernichtungslager. Bereits wenige Wochen nach der Entfesselung des Zweiten Weltkriegs am 21. September 1939 beschloss die SS-Führung, alle im Deutschen Reich lebenden Sinti und Roma sowie Juden in das besetzte Polen zu deportieren. Als vorbereitende Maßnahmen untersagte ein Erlass Himmlers vom Oktober 1939 allen Angehörigen unserer Minderheit ihre Wohnorte zu verlassen. Ein halbes Jahr später, am 27. April 1940, ordnete Himmler die Verschleppung von zunächst 2500 Sinti und Roma in das sogenannte Generalgouvernement in Polen an. In Hamburg, Köln und Hohenasberg bei Stuttgart wurden besondere Sammellager eingerichtet. Im Mai 1940 starteten von dort die ersten Deportationszüge mit den deutschen Sinti- und Roma-Familien in die Konzentrationslager im besetzten Polen. Für die Mehrzahl der verschleppten Männer, Frauen und Kinder war es eine Fahrt in den Tod. Sie fielen in der Folge dem Hunger und der Kälte, den Misshandlungen und Krankheiten zum Opfer oder wurden von den Mordkommandos der SS erschossen. Im besetzten Polen sind bisher über 180 Orte bekannt, an denen Sinti und Roma durch Exekutionskommandos der SS, der Polizei und der Wehrmacht ermordet wurden. Zu den Opfern zählten sowohl die nach Polen deportierten deutschen Sinti wie auch die beheimateten Roma. Einer dieser Orte ist das Dorf Szurowa. Am frühen Morgen des 3. Juli 1943 umstellte ein Polizeikommando die Häuser der Roma-Familien. Die Menschen wurden aus ihren Betten gerissen, mit Leiterwagen zum Friedhof gefahren und dort erschossen. 94 Männer, Frauen und Kinder. Ihre Leichen verscharrte man in einem Massengrab. Ihr Hab und Gut wurde geraubt, ihre Häuser niedergebrannt. Wie das Pfarrbuch ausweist, waren Sinti und Roma seit Generationen in Szurowa ansässig. Federführend bei der systematischen Vernichtungspolitik gegenüber Sinti und Roma war das sogenannte Reichssicherheitshauptamt, das im September 1939 in Berlin eingerichtet worden war. Dieser Zentrale des SS-Staates unterstanden auch die Befehlshaber der Einsatzgruppen, die nach dem Überfall auf die Sowjetunion hinter der Front operierten und dort systematische Massenerschießungen an Juden, Sinti und Roma und anderen durchführten. Dabei orientierte sich die Vernichtungspolitik allein am Kriterium der rassischen Zugehörigkeit. Dies zeigt,
etwa das Beispiel der Stadt Siwaropol auf der Krim. Dort ermordeten Kommandos der Einsatzgruppe D im Dezember 1941 alle Roma-Familien, nachdem die Menschen zuvor namentlich registriert worden waren. In Siwaropol waren Roma schon seit Generationen bzw. seit dem 19. Jahrhundert beheimatet. Auch die von Roma bewirtschafteten Kolchosen spürten die Mordkommandos gezielt auf. Alle dort lebenden Männer, Frauen und Kinder, die man als Zigeuner einstufte, wurden erschossen. Otto Ohlendorf, Befehlshaber der Einsatzgruppe D, sagte vor dem Nürnberger Gerichtshof aus, Zitat, es bestand kein Unterschied zwischen den Zigeunern und den Juden. Für beide galt damals der gleiche Befehl. Zitat Ende. Ein weiterer geografischer Schwerpunkt des Völkermords an den Sinti und Roma waren die besetzten Gebiete Jugoslawiens. Von Einheiten der Wehrmacht, an den Massenerschießungen maßgeblich beteiligt waren. Harald Turner, Leiter des Verwaltungsstabes beim Militärbefehlshaber in Serbien, brüstete sich in einem Vortrag bei General Löhr am 29. August 1942, Zitat, Serbien, einziges Land, in dem Judenfrage und Zigeunerfrage gelöst, Zitat Ende. Sinti und Roma gehörten neben den Juden zu den ersten Opfern der fabrikmäßigen Massentötung in den neu errichteten Vernichtungslagern im besetzten Polen. Wenige Wochen nachdem die systematischen Deportationen der Juden aus dem Reichsgebiet eingesetzt hatten, wurden im November 1941 etwa 5000 österreichische Sinti und Roma, ein großer Teil waren Kinder und Jugendliche, in das Ghetto Lodz deportiert, wo die SS innerhalb des jüdischen Ghettos ein sogenanntes Zigeunerlager einrichten ließ. Zuständig für die Organisation dieser Transporte war Adolf Eichmann. Anfangs 1942 wurden die überlebenden Insassen des Zigeunerlager Lodz wie ihre jüdischen Leidensgenossen nach Chelmo gebracht und unmittelbar nach ihrer Ankunft in Gaswagen erstickt. Der als Zigeunerlager bezeichnete Abschnitt des Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau wurde schließlich zum Zentrum des staatlich organisierten Völkermords an unserer Minderheit. Im Anschluss an den Auschwitzerlass von Himmlers vom 16. Dezember 1942 wurden 23.000 Sinti und Roma aus fast ganz Europa in die Todesfabrik nach Auschwitz deportiert. Davon über 10.000 aus Deutschland. Fast 90% der im sogenannten Zigeunerlager inhaftierten Menschen fielen in Auschwitz-Birkenau dem Terror und den mörderischen Lebensbedingungen im Lager zum Opfer oder mussten in den Gaskammern einen qualvollen Tod erleiden. Der Name Auschwitz steht für die totale Entmenschlichung des Menschen durch den Menschen. Die an der sogenannten Rampe eintreffenden Frauen, Männer und Kinder wurden zu Nummern degradiert, die man ihnen auf den Arm, bei Säuglingen auf den Oberschenkel tätowierte. Man raubte den Menschen den Namen und die Persönlichkeit. Jeder Anspruch auf Menschenwürde wurde ihnen aberkannt. In den Augen der SS waren die Häftlinge bloße Arbeitssklaven oder Objekte medizinischer Versuche. Ihre Ausbeutung war eine totale, bis hin zu den Goldzähnen und den Haaren der Ermordeten, die zentral gesammelt und verwertet wurden. Die letzte große Mordaktion an Sinti und Roma in Auschwitz fand bei der sogenannten Liquidierung des Zigeunerlagers am 2. August 1944 statt. In einer einzigen Nacht wurden die letzten 4.300 Überlebenden dieses Lagerabschnittes, zumeist Frauen und Kinder und alte Menschen, von der SS in die Gaskammern getrieben. Niemand kann die Qualen ermessen, die die Menschen erleiden mussten. Es ist die spezifische Verbindung von menschenverachtender Ideologie oder Barbarei, von kalter bürokratischer Logik und mörderischer Effizienz, die
in der Geschichte der Menschheit ohne Beispiel ist. Es gibt keinen eindringlicheren Beleg für die Totalität des nationalsozialistischen Vernichtungswillen gegenüber unserer Minderheit als das Schicksal der Kinder. Selbst in Kinderheimen wurden Sinti-Kinder zentral erfasst, um nach Auschwitz deportiert zu werden. Und nicht einmal jene Sinti-Kinder, die in sogenannten arischen Pflegefamilien aufwuchsen, blieben verschont. Von dem 14-jährigen Robert Reinhardt, der 1943 nach Auschwitz verschleppt wurde, ist ein erschütternder Abschiedsbrief erhalten geblieben, der dem Jungen nach unmittelbar vor seiner Deportation an die Schwester Lydia den Mallersdorfer Schwestern abschicken konnte. Schwester Lydia betreute die Kinder im katholischen Nadili-Heim in Pirmasens, in dem Robert Reinhardt von 1936 bis März 1943, kurz vor seiner Deportation, von seinen Geschwistern untergebracht war. Die Schwester bewahrte den Brief auf. Sein Inhalt lautet, Zitat, »Ich habe meine Eltern und meine Geschwister wiedergefunden. Wir sind auf dem Transport in das Konzentrationslager. Ich weiß, was uns bevorsteht. Meine Eltern wissen es nicht. Ich habe mich nun innerlich so weit durchgerungen, dass ich auch den Tod ertragen kann. Ich danke noch einmal für alles Gute, das Sie mir erwiesen. Grüße an alle Kameraden. Auf Wiedersehen im Himmel, euer Robert.« Dieses bewegende Zeugnis eines 14-jährigen Jungen, der in Auschwitz ermordet wurde, zeigt noch einmal in aller Eindringlichkeit, dass es sich hinter diesen abstrakten Dokumenten der bürokratisch organisierten Vernichtung unzählige zerstörte Lebenswege und menschliche Schicksale verbergen. Ich möchte nun zum zweiten Teil meiner Vorlesung überleiten und über die Situation der Holocaust-Überlebenden und ihrer Nachkommen in der jungen Bundesrepublik sprechen. Während die neu gegründete Bundesrepublik die jüdischen Opfer als Voraussetzung für die Wiederaufnahme in die internationale Staatengemeinschaft schon bald anerkannte, wurde der Völkermord an unserer Minderheit jahrzehntelang verdrängt und geleugnet. Es fand weder eine politische noch eine juristische oder historische Aufarbeitung dieses Verbrechens statt. Unseren Überlebenden, die körperlich und seelisch von Verfolgung und KZ-Haft gezeichnet waren, verweigerte der deutsche Staat die moralische und rechtliche Anerkennung. Bereits wenige Jahre nach Kriegsende gelang es den Funktionsträgern aus dem ehemaligen Amt 5 des Reichssicherheitshauptamtes, Schlüsselposition in der neu aufgebauten Bürokratie zu besetzen. Dafür mussten sie ihre maßgebliche Rolle bei der Organisation des Völkermords an den Sinti und Roma systematisch verschleiern oder verharmlosen. Um sich selbst zu entlasten, rechtfertigten die ehemaligen SS-Offiziere die Deportation von Sinti und Roma in die Vernichtungslager als vorgeblich kriminalpräventiv. Diese Verfälschung der historischen Tatsachen war nicht nur eine Verhöhnung der Opfer, sie stellte die Prinzipien von Rechtsstaatlichkeit und demokratischen Neuanfang radikal in Frage. Dass die ehemaligen Täter die Deutungsmacht über ihre Opfer erlangten, war eine entscheidende Weichenstellung für den Umgang mit dem Holocaust an unserer Minderheit in der bundesrepublikanischen Nachkriegsgesellschaft. Dieser Umgang war geprägt von einer nahezu bruchlosen Kontinuität rassistischer Denkmuster über sogenannte Zigeuner, die unmittelbar an die nationalsozialistische Rassenideologie anknüpften. Zudem gab es bis in die 70er Jahre hinein kaum zivilgesellschaftliche Kräfte, die zu diesen staatlich legitimierten Zerrbildern der hierauf gegründeten gesellschaftlichen Ausgrenzung unserer Minderheit ein wirksames Gegengewicht gebildet hätten. Der Bundesgerichtshof stigmatisierte noch 1956 in einem Urteil die Minderheit im NS-Jargon
als Zitat artfremd und als primitive Urmenschen. Dieses Urteil war über viele Jahre prägend, nicht nur für das Entschädigungsrecht für unsere Überlebenden. Diese rassistische Denkweise gegenüber unserer Minderheit war eine direkte Fortführung der Nazi-Ideologie des Dritten Reichs und bestimmte auch das Denken und das Bild anderer Behörden und staatlicher Organe in der Bundesrepublik. Das Urteil von 1956 war insbesondere richtungsweisend für das Verhalten der Justiz bezüglich der Verfolgung der Täter und der Organisatoren des NS-Völkermords an den Sinti und Roma. Besonders skandalös war der Fall Paul Werner, der als SS-Oberführer, das ist ein Generalsrang, seinerzeit zur Spitze des Reichssicherheitshauptamtes gehörte und maßgeblich für die Organisation der Völkermordverbrechen an Sinti und Roma mitverantwortlich war. So arbeitete Werner den Erlass des Reichsinnenministers vom 14. Dezember 1937 zur vorbeugenden Verbrechensbekämpfung durch die Polizei maßgeblich aus. Dieser Erlass bildete eine wesentliche Voraussetzung für die spätere Deportation. Werner unterstand vor seiner Tätigkeit im Reichssicherheitshauptamt in der Zeit von 1933 bis 1937 das Landeskriminalpolizeiamt in Karlsruhe, von dessen sogenannter Zigeunerleitstelle die Deportation von Sinti und Roma in die Konzentrationslager im Osten durchgeführt wurden. Paul Werner war trotz seiner Verstrickung an den Verbrechen bis zu seiner Pensionierung 1966 als Ministerialrat im baden-württembergischen Innenministerium beschäftigt. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart stellte im Jahre 1960 das Verfahren gegen Paul Werner, dem konkrete Beteiligung an den Deportationen vorgeworfen wurde, ohne weitergehende Ermittlungen ein. Zur Begründung berief sich die Staatsanwaltschaft darauf, dass, Zitat, diese NS-Maßnahmen gegen die Zigeuner nach der ständigen Rechtsprechung des BGHs nicht aus rassischen Gründen erfolgt seien. Dabei verwies man ausdrücklich auf das bereits erwähnte Urteil, das auch mit alten NS-Richtern besetzte BGH aus dem Jahre 1956, das dazu diente, einen großen Nazi-Verbrecher von seiner Schuld freizusprechen. Ich möchte an dieser Stelle nicht unerwähnt lassen, dass sich die Präsidentin des BGHs, Bettina Limberg, bei einem Besuch im Dokumentationszentrum und Kulturzentrum 2015 gegenüber dem Zentralrat für diese skandalöse Rechtspraxis der Nachkriegsjustiz öffentlich distanzierte und sich entschuldigte. Sie sagte, es handele sich hier um eine unvertretbare Rechtsprechung, die man auch nicht schönreden will und für die man sich nur schämen könne. Nachdem meine Familie Angehörige in den Konzentrationslagern der Nazis verloren hatte, unternahm direkt nach Kriegsende und der Befreiung mein Vater Oskar Rose und sein Bruder Vinzenz Rose eine Initiative gegenüber der Justiz, um die Verantwortlichen für die Planung und Durchführung des Völkermords an unserer Minderheit strafrechtlich zur Verantwortung zu ziehen. Sie mussten damals feststellen, dass viele der Täter, die unmittelbar an den Deportationen der Sinti- und Roma-Familien beteiligt gewesen waren, nach dem Krieg jetzt wieder als Beamte der Bundesrepublik zur Verfügung standen. Mein Vater und sein Bruder haben im Vertrauen auf den Rechtsstaat die Justiz aufgefordert, tätig zu werden und gegen diese tief in die Nazi-Verbrechen verstrickten Beamten strafrechtlich vorzugehen. Sie gründeten deshalb den Verband und Interessensgemeinschaft rassisch verfolgter nichtjüdischen Glaubens, Deutscher Staatsbürger e.V., und erstatteten
bereits im Juli 1948 Strafanzeige gegen einige der Organisatoren des Holocaust, wie zum Beispiel gegen Dr. Robert Ritter, den vormaligen Leiter der Rassenhygienischen Forschungsstelle. Weder Robert Ritter noch einer der anderen Täter aus dieser NS-Behörde wurde jemals zur Verantwortung gezogen. Die Nachkriegsgeschichte und das Verhalten der Justiz, der Polizei und anderer Behörden nach 1945 haben gezeigt, wie weit die NS-Rassenideologie noch in der jungen Bundesrepublik lebendig war und weiter das Verhalten dieser Behörden gegenüber der Minderheit beeinflussten. Die Identität der Überlebenden unserer Minderheit wie auch der Nachkriegsgeneration wurde durch diese personellen wie ideologischen Kontinuitäten schwer belastet. Die ehemaligen Täter behielten die Deutungsmacht über ihre Opfer. Um nicht ins gesellschaftliche Abseits gedrängt zu werden, sahen sich die meisten Sinti und Roma als einzigen Ausweg die Anonymität, das heißt die Zugehörigkeit zur Minderheit grundsätzlich zu verleugnen. Die Folgen sind bis heute spürbar. Unsere Eltern hatten den NS-Staat als übermächtige Diktatur erlebt. Sie waren der Maschinerie der Vernichtung nahezu hilflos ausgeliefert gewesen. Nach 1945 gab es keinen Staat wie Israel oder die USA, der uns Schutz oder zumindest Unterstützung gewährte. Die Überlebenden und ihre Nachkommen mussten erfahren, dass in der Bundesrepublik Sinti und Roma weiter rassistisch ausgegrenzt und diskriminiert wurden. Jedoch waren sie von dem Bewusstsein getragen, dass mit der Gründung der Bundesrepublik 1949 die Verfassung allen Menschen vor dem Gesetz die gleichen Rechte einräumte und der Rechtsstaat dafür Sorge tragen müsse, dass diese Rechte auch durchgesetzt werden. Ich möchte nun zum dritten Teil und letzten Teil meines Vortrags übergehen. Die Auseinandersetzung und die Erfolge der Bürgerrechtsbewegung des Zentralrats in den letzten 40 Jahren. Von weitreichender Bedeutung für die Zeit, den 70er Jahren erstarkte Bürgerrechtsbewegung, war der an Ostern 1980 in der Gedenkstätte Dachau durchgeführte Hungerstreik. Er richtete sich gegen die verweigerte Anerkennung des Holocaust an den Sinti und Roma und gegen die ideologischen wie personellen Kontinuitäten in den Behörden. Der Hungerstreik wurde weltweit medial stark verbreitet und war auch international Teil der Berichterstattung bis in die USA. Nach den traumatischen Erfahrungen der Überlebenden im Dritten Reich und in den letzten Jahren nach dem Krieg ist es dank der beharrlichen Bürgerrechtsarbeit des Zentralrats gelungen, dass Sinti und Roma in Deutschland, das auch Irland ist, auf politischer Ebene mittlerweile als gleichberechtigte Bürgerinnen und Bürger anerkannt werden. Auch der Holocaust an den Sinti und Roma hat heute einen festen Platz in der Gedenk- und Erinnerungskultur unseres Landes. In vielen Städten und Gemeinden erinnern Mahnmale an die ehemaligen Mitbürgerinnen und Mitbürger, die als in Anführungszeichen Zigeuner ausgegrenzt, verfolgt und in die Konzentrations- und Vernichtungslager deportiert wurden. Politisch ist in den vergangenen 40 Jahren in Deutschland viel geschehen. Auf der gesellschaftlichen Ebene liegt noch ein weiter Weg vor uns. Wenn man bedenkt, dass laut wissenschaftlicher Studien wie der Mittelstudie der Universität Leipzig keiner Minderheit so viel Ablehnung entgegengebracht wird wie den Sinti und Roma. Diese Ablehnung liegt der über viele Generationen tradierte Antiziganismus zur Grundlage, der noch immer
in den Köpfen vieler Menschen, vor allem auch in den bundesdeutschen Institutionen und Behörden, virulent ist. Den Antiziganismus als Ursache der Ausgrenzung anzuerkennen und zu ächten, ist die große Aufgabe, vor der wir heute als gesamte Gesellschaft stehen. Doch lassen Sie mich von den Herausforderungen der Gegenwart noch einmal zurückblicken in die Geschichte und auf die wichtigsten Erfolge der Bürgerrechtsbewegung. Am 17. März 1982 empfing der damalige Bundeskanzler Helmut Schmidt eine Delegation des kurz zuvor gegründeten Zentralrats Deutscher Sinti und Roma und erklärte in völkerrechtlich bedeutsamer Weise erstmals öffentlich, dass die nationalsozialistischen Verbrechen an unserer Minderheit ein Völkermord aus Gründen der sogenannten Rasse waren. Nach den langen Auseinandersetzungen, die von den Überlebenden des Holocaust als Zeitzeugen der Nazi-Barbarei unterstützt wurden, hat der Staat endlich anerkannt, dass an den Sinti und Roma im Dritten Reich ein beispielloses Verbrechen begangen wurde, das den Tatbestand des Völkermords erfüllte. Nachdem die Anerkennung der Shoah, also dem Völkermord an den 6 Millionen Juden, durch die Nationalsozialisten eine Voraussetzung war, nach dem Zivilisationsbruch wieder in die Völkergemeinschaft aufgenommen zu werden, erfolgte diese Anerkennung bereits mit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland 1949 unter Bundeskanzler Konrad Adenauer. Da eine solche Anerkennung den Sinti und Roma jedoch verwehrt wurde, konnte beispielsweise die Sondererfassung von Minderheitenangehörigen durch die Polizeibehörden nahtlos fortgeführt werden. Der gesellschaftliche, aber auch der behördliche und institutionalisierte Antiziganismus wurde nicht geächtet und führte zur fortgesetzten rassistischen Diskriminierung und Ausgrenzung nach dem Krieg. Mittlerweile stellt sich die Situation anders dar, vor allem auch dank der beharrlichen und kontinuierlichen Arbeit des Zentralrats. In unserem föderalen System der Bundesrepublik haben wir viele Bundesländer, Staatsverträge und Vereinbarungen mit den Landesverbänden des Zentralrats abgeschlossen, in denen anerkannt wird, dass Sinti und Roma seit mehr als 600 Jahren zur Kultur der Länder gehören und als geschützte Minderheit ein Recht auf Förderung ihrer Kultur und ihrer Sprache Romanes haben. In Schleswig-Holstein ist die Minderheit sogar in die Landesverfassung mit aufgenommen worden. Heute existiert in Heidelberg seit 1997 das Dokumentations- und Kulturzentrum Deutscher Sinti und Roma mit der weltweit ersten Dauerausstellung zur Verfolgung und Vernichtung unserer Minderheit im NS-Staat. In seiner Eröffnungsansprache hat der damalige deutsche Bundespräsident Roman Herzog die historische Dimension des Holocaust im NS-besetzten Europa an unserer Minderheit mit folgenden Worten zum Ausdruck gebracht. Der Völkermord an den Sinti und Roma ist aus dem gleichen Motiv des Rassenwahns, mit dem gleichen Vorsatz und dem gleichen Willen zur planmäßigen und endgültigen Vernichtung durchgeführt worden, wie der an den Juden. Sie wurden im gesamten Einflussbereich der Nationalsozialisten systematisch und familienweise vom Kleinkind bis zum Greis ermordet. Dieses Zitat des damaligen Bundespräsidenten ist Teil der Chronologie, die am Nationalen Holocaust-Denkmal für die ermordeten Sinti und Roma Europas am Berliner Reichstag angebracht wurde. Das 2012 eröffnete Denkmal ist in seiner politischen Bedeutung kaum zu überschätzen. Das Denkmal
wurde von dem international renommierten Künstler Danny Caravan geschaffen und befindet sich vor dem deutschen Parlament inmitten von Berlin. Der Stadt, von der aus der Holocaust einst geplant und vorbereitet wurde. Seine Symbolkraft reicht weit über die Grenzen Deutschlands hinaus. Es ist ein unübersehbares Zeichen, dass sich dieser Staat zu seiner historischen Verantwortung gegenüber den Sinti und Roma bekennt. Es ist für die nachwachsende Generation der Sinti und Roma selbstverständlich, dass das Vermächtnis der Ermordeten unserer Minderheit nicht darin besteht, Schuld zu zementieren oder den Nachgeborenen aufzubürden. Vielmehr sehen wir dieses Vermächtnis in der besonderen Verantwortung der gesamten deutschen Gesellschaft. Einen solchen Zivilisationsbruch niemals wieder zuzulassen. Die universell gegründeten Menschenrechte dürfen niemals und nirgendwo politischen oder wirtschaftlichen Interessen geopfert werden. Unser Land hat sich auch diesem Teil seiner Geschichte in vorbildlicher Weise gestellt und seine Verantwortung angenommen. Im Bundesrat wird seit 1994 in jedem Jahr im Dezember an die im Holocaust ermordeten Sinti und Roma in einer Feierstunde gedacht. Anknüpfungspunkt des Gedenkaktes ist der sogenannte Auschwitzer Lass Heinrichs Himmler vom 16. Dezember 1942. Sinti und Roma sind seit 1997 aufgrund eines europäischen Minderheitenschutzabkommens neben den Sorben, den Friesen und den Dänen als eine autochthone Minderheit in Deutschland anerkannt. 2019 konstituierte sich die vom Zentralrat lange geforderte unabhängige Kommission Antiziganismus im Bundesinnenministerium, deren Abschlussbericht ich in diesem Jahr gemeinsam mit dem Bundesinnenminister Horst Seehofer auf einer Bundespressekonferenz vorstellen konnte. Auch die Europäische Union und ihre Institutionen nehmen ihre historische Verantwortung an. Wie die offizielle Benennung des 2. August zum Europäischen Roma-Holocaust-Gedenktag im Jahre 2015 durch das Europäische Parlament verdeutlicht. Heute, 40 Jahre nach unserem Hungerstreik in Dachau und den erreichten Erfolgen, kann ich sagen, Deutschland ist meine Heimat und ich bin stolz auf unsere Verfassung, auf unsere demokratische Gesellschaft und darauf, dass Deutschland sich seiner Geschichte gestellt hat. Meine kulturelle Identität als Deutscher Sinto steht hierbei nicht im Widerspruch zu diesem Bekenntnis. Mein Stolz auf unser Land hat auch nichts mit Nationalismus zu tun, sondern mit Patriotismus. Patriotismus meint das Bekenntnis zu unserer demokratischen Grundordnung, zu unserer Verfassung und zu unserer Heimat. Nationalismus hingegen beinhaltet immer die Herabsetzung anderer Gruppen oder Nationen und zuallererst von Minderheiten. Der Holocaust ist nicht geeignet, der heute lebenden Bevölkerung Schuld anzulasten. Wir wollen die Zukunft unseres Landes gemeinsam gestalten. Dennoch müssen wir auch heute wachsam sein. Wir leben in Zeiten, in denen in unserem Land und in ganz Europa Nationalismus, Antiziganismus und Antisemitismus wieder zunehmen und Menschen aufgrund ihrer Herkunft, Hautfarbe oder Religion angegriffen und ermordet werden. Aus diesem Grund danke ich Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und dafür, dass Sie sich heute mit der Geschichte des Holocaust an den Sinti und Roma und unserer Bürgerrechtsarbeit auseinandersetzen. Haben Sie nochmals alle vielen Dank.